Ja, wobei, was heißt kein lang... Na, nee, hat, ach Mann! Ah! Freunde, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, aber ich stehe total auf Wassermelone, so Sachen, Getränke, und es gibt einfach Limited Edition Eistee von Pfanner Wassermelone. Ich hoffe, der schmeckt einfach Minimum so geil wie der Rockstar Wassermelone Energy oder auch Lichtenauer Wassermelone Limo. Wir testen es jetzt. Eis ist schon bereit. Ach so, ein Getränk zum Trinken brauche ich noch. Ach, ein Gefäß zum Trinken. Im Übrigen bin ich auch echt Todes-K.O. Also zwei Energies zum Frühstück zu trinken ist immer eine dumme Idee. Nur 7,5 Stunden zu schlafen, weil der Körper zurzeit sagt, 39 ist jede Nacht vorbei, ist auch eine dumme Idee, aber kann ich ja nichts dafür. Ich müsste jetzt eigentlich schlafen, sonst ist die Wahrscheinlichkeit gegen null, dass ich ins Fitnessstudio schaffe. Aber ich muss heute ins Fitnessstudio, Freunde. Ich muss einfach. Ey, ich bin so K.O., ich fühle mich sogar leicht fiebrig, so, weißt du? Oh, aber ich kann mich. Ich will jetzt Melone trinken und mich nicht hinlegen zum Schlafen. Mann, Freunde. So, Freunde, jetzt kommt der Test. Müsste schön kalt sein inzwischen. Ja, Wassermelone ist immer geil. Boah, es schmeckt halt wirklich wie Eistee und nach Wassermelone. Leute, Leute, Leute. Wenn ich ab Januar aufhöre, also wenn ich ab in 4 Tagen anfange, Süßigkeiten zu essen und ab Januar dann aufhöre mit Süßigkeiten und süßen Getränken, denn momentan kompensiere ich ja einfach Zucker mit Zucker, was Quatsch ist, aber egal, für mich zählt das noch. Das wird so hart, Freunde. So, hier jetzt auch nochmal der Beweis. 300 € wollen Sie mir bieten? So Für ein funktioniert Warenwert von Camtasia 1000 geschnitten. abzüglich der, es ist gebraucht, wir Ja, müssen halt nur noch überall, wo alles ein Cut wegwerfen, haben Sie auch ist, noch 500. Das heißt, Sie wollen mit kommt immer so ein 200 € kleiner minus Minus. Stocker. Ich Jetzt, habt ihr antworte jetzt natürlich gesehen? nicht sofort, weil das. Aber es läuft ansonsten flüssig. Jetzt zeige ich euch, was passiert ist, als ich das Handy einmal 180 Grad gedreht habe, weil es hier oben mit dem Ladekabelanschluss nach dort stecken musste. Ja, das Kann ich das ganze auch, weil soll ich Video nicht wissen, ob ich das aufnehme, wenn mein scheiß stockt. Handy keinen Ton macht? Achso, weil die Kamera noch an Also ich ist. weiß nicht, ob man es hier So, erkennt, aber Freunde, ich es, habe jetzt Folgendes ja, geantwortet. es Erstmal stockt einfach. Mensch, wie cool, dass mein Ladekabel genau lang genug ist, und wenn ich das Handy andersrum Und ich sag anstecke, das ja in der braucht es Videodatei, natürlich deswegen kaum ist es mir mehr gerade Netz, um eingefallen, wollte Kabel es euch hin und zeigen. her. So, Freunde, kurz nach 19 Uhr habe ich mich dann doch einfach noch entschieden, mich aufs Sofa zu legen und habe halt wirklich gemerkt, dass ich schläfrig bin. Klar, es war kein geiler Schlaf, koffeingetrieben, ich war nicht tief weg. Okay, what the fuck? Hä? 21:32 Uhr hat mir mein Kollege nochmal eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Habe ich noch gehört, denn während ich schon schläfrig wurde, habe ich es mir auch eingefallen. Scheiße, ich habe meinen Handyton gar nicht ausgemacht, aber zum Glück war es nur dieses eine Dong. Mehr Nachrichten habe ich tatsächlich nicht bekommen, was eigentlich echt krass ist. Das heißt, 21:30 Uhr war ich noch wach und ich habe bis kurz vor 23 Uhr jetzt geschlafen. Das heißt, nicht mal eine anderthalb Stunde. Hä, das hat sich viel länger angefühlt. Egal, entsprechend verballert bin ich jetzt trotzdem. Ich nehme jetzt mein Tablet mit der Box angeschlossen. Also erst esse ich jetzt ganz schnell noch einen Teller Linseneintopf, die letzte Portion. Denn, oh, der hat gestern auch viel geiler geschmeckt. Am ersten Tag vorgestern, wo er natürlich frisch gekocht war und nicht durchgezogen war, hat er natürlich gar nicht geil geschmeckt. Vor allem Linseneintopf kann man es auch nicht nennen, weil ich habe so wenig Flüssigkeit dran. Das ist einfach eher. Es sind, heiß. Breiige Linsen. Nachdem wir aber dann gestern 24 Stunden durchziehen konnten, hat es natürlich geschmeckt, wie ein Eintopf schmecken muss, nämlich durchgezogen. Deswegen wird es jetzt natürlich hoffentlich auch noch geil schmecken. So, Freunde, danach werde ich jetzt meine Badewanne in Betrieb nehmen. Deswegen steht das Tablet hier, weil bei einem heißen Bad kann ich erstmal wieder richtig schön wach und munter werden und entspannen. Und dann gibt es eine Folge My Hero Academia und dann gehe ich ab ins Fitnessstudio. Und damit ist mein Plan schlussendlich noch aufgegangen und ich werde nicht skippen und es wird nichts scheiße und alles wird gut. So, Freunde, da sind wir. Klemme ich euch hier rein, drehe euch nach unten, Stativ ist schon. Oh, Alter, hallo. So, jetzt seid ihr gerade und jetzt geht's los. Ja, steige ich. Das wird jetzt natürlich richtig unangenehm, da reinzusteigen. Solange es einfach noch kalt ist, Stöpsel zu, euch schön meinen Arsch entgegenrecken. So, natürlich auch erstmal umdrehen und jetzt müsste alles da sein. Ich habe ein Getränk, Freunde. Ich habe Tablet und Box und kann die neue Folge Seven vs. Wild angucken. Wir werden jetzt mal Folgendes machen, weil ich keinen Bock habe, wenn dann Wasser reinläuft, hier wieder rauszusteigen und so weiter. Zeige ich euch jetzt kurz nur eine Trockenübung. Mal sehen, ob man von außen sehen kann, dass das Ding viel breiter ist. Es ist viel breiter, auf jeden Fall. Guckt euch das nochmal an. Ich habe hier viel mehr Platz als früher. Das ist krass. Und ich hoffe aber trotz allem, es wird mich halten, Freunde. Und jetzt heißt es baden und den ganzen Scheiß hier dann wieder zensieren, was noch mehr Zeit beim Schneiden kostet. Okay, Leute, das Wasser ist milchig. Nicht, weil ich das reingemacht habe, sondern es war vorher schon milchig. Das heißt, ich hätte es vielleicht vorher ausspülen sollen. Ich weiß nicht, was für Chemikalien oder was auch immer da jetzt abgeht. Herstellungsprozess hin oder her. Aber das Wasser ist, na gut. Aber hier seht ihr es, Leute. Guckt euch das an.
Das Wasser ist so weiß, als hätte ich hier, keine Ahnung, eine Flasche Shampoo reingekippt. Naja, egal. Freunde, was auch super nervig ist, ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr einfach nur aktiv krasser wahrnehme und mir das die letzten Jahre einfach egaler war, aber diese Luftfeuchtigkeit im Winter ist ja komplett scheiße. Ich hatte auch nicht mehr Pflanzen als letztes Jahr. Nein, habe ich nicht. Ich hätte heute auch Pflanzenpflege betreiben müssen. Das muss ich morgen machen. Ich muss morgen zum Sonntag es im Gegensatz zu letzter Woche irgendwie schaffen, mal wieder perfekt zu schlafen, Freunde. Und ich lüfte gerade komplett Stoß. 52% Luftfeuchtigkeit, eben waren es noch knapp 70. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir auch zu viel ein. Und es ist gar nicht so schlimm, aber Freunde, das ist nervig. Und durchs Baden ist das jetzt natürlich nicht besser geworden. Hier steht die Badewanne jetzt zum Trocknen. Alles hat funktioniert. Alles ist wieder fresh. Hier habe ich einmal durchgewischt. Und hier ist offen. Jetzt natürlich die Luftfeuchtigkeit, die noch aus dem Bad kommt, hier irgendwie rauszubekommen. Mal sehen, weil ich habe das Gefühl, sobald ich das Fenster wieder zumache, wird hier wieder eine 70 oder eine 66 stehen. Und das ist irgendwie scheiße. So wie die Bergpalme hier, die frisch raustreibt. Aber auch hier frisch raustreibt. Und seht ihr hier, dass es frisch rausgetrieben schon braun ist. Und ich weiß nicht wieso. Egal, aber die hat hier eh, ihr seht's, Tirpse oder sowas. Und deswegen fliegt die in den Müll. Boah, Freunde, und entweder verkraftet mein Körper Baden gar nicht mehr gut. Ich kann es null einschätzen, weil ich dieses Jahr noch nicht baden war, wahrscheinlich. Ich weiß, dass man sich nach dem Baden bei 40 Grad natürlich fiebrig fühlt, weil der Körper ja aufgeheizt wird. Das in Kombination mit, ich habe vorhin 1,5 Stunden geschlafen und war vorher schon schlapp und habe 2 Energies getrunken und konnte heute Nacht nicht gut schlafen, also habe nur 7,5 Stunden geschlafen. Ist halt alles. Aber ich hoffe inständig, dass das alles die Begründungen sind und nicht, dass ich mich irgendwie erkältet habe und krank werde. Weil ich war jetzt ewig nicht mehr krank. Eigentlich seit Corona vorbei war, ja, war ich nicht mehr krank. Ich will auch nicht krank sein, weil ich habe nächste Woche Elterngespräch und Frühdienst am Montag und ganz viel zu tun nach wie vor. Und ich muss auch die ganzen Fotos noch machen und ich muss aufhören zu reden. Ich kann nicht mehr schneiden. Freunde, tut mir leid, es gibt jetzt keinen Content mehr. Tschüss. Das noch krass. Ich habe gerade mein Wohnzimmer auf 17,9 Grad runtergekühlt, weil ich so lange gelüftet habe. Oh, fuck. Oh, Gott sei Dank, Linoleum hat mich gerettet. Wenn mir das in einem Bad passiert wäre, dann hätte ich jetzt ein komplett geschattertes Display. Oh, hoffentlich funktioniert das Handy jetzt besser als vorher, denn es hackt zurzeit schon wieder so sehr rum. Also, ich sitze da und fühle mich fiebrig warm, obwohl einfach 17,9 Grad in meinem Wohnzimmer sind. Und trotzdem nur 51% Luftfeuchtigkeit. Nicht mal auf die 40 haben wir es gebracht. Krass, Freunde. Fuck. Weil 17,9 Grad sollte man eigentlich nicht runterkühlen. Vor allem, wenn man weiß, dass nachts die Heizung... Ohne Witz, ich bin kurz davor, der Vermietung zu schreiben. Liebe Vermietung, ich muss auch nachts lüften. Wenn ich nachts aktiv bin, nachts Wäsche aufhänge, pipapo, tralala. Wenn Sie also wollen, dass ich als Mieter meiner Verpflichtung schimmelvorbeugend zu lüften und zu heizen nachkomme, dann können sie nachts die Heizung nicht ausschalten. Ach, sowas Dummes wirklich, das schreibe ich denen. Wenn ich das nächste Mal einen richtig sauer, pissigen Moment habe, schreibe ich das der Vermietung. Das ist doch so dumm. Ich habe jetzt 17,9 Grad im Wohnzimmer und kann bis heute früh um 4, also die nächsten 4 Stunden bleibt es einfach so. Also ein Blödsinn, Freunde. So, Freunde, weil bei unserem Weihnachtsbazar mega viel Brötchen übrig waren, also richtig viel, wahrscheinlich so um die 100 Stück, vielleicht 50 Stück. Ich aber gestern auf dem Weihnachtsmarkt gegessen habe, gibt es heute Kräuterbutterbrötchen mit Steak und Knoblauchsoße wieder. Habe ich momentan irgendwie voll Bock drauf, mehr als auf Tzatziki oder so. Und ja, ich gucke eine Folge One Piece und dann hoffe ich inständig, dass ich vollgefressen im Bett richtig gut nochmal einpennen kann und einen richtig knackigen 5-stündigen Mittagsschlaf hinlegen kann. Boah, bitte, es muss heute einfach mal wieder alles rund gehen. Leute, ich kotze nur noch ab. Ich bin heute das erste Mal wieder so richtig weinerlich, was ja jetzt erstmal kein Problem ist, weil ich das ja kenne, aber es war halt die letzten Wochen nicht so. Aber was mich nervt ist, ich habe mich vorhin zum perfekten Mittagsschlaf hingelegt. Und ja, es waren halt wieder nur 2,5 Stunden, aber warum bin ich jetzt 3 Stunden, nee, nicht mal 2 Stunden später schon wieder so müde, dass ich denke, ich gehe jetzt ins Bett, Freunde. Es kotzt mich an, weil je weniger ich in meiner Routine bleibe, desto müder werde ich. Ich müsste mich halt also zwingen, vom Durchmachen mich zu zwingen, ist aber scheiße. Vor allem, weil ich halt auch kein Genuss mehr an dem Koffein habe, wie früher. Dann habe ich jetzt gegessen und dachte, boah, wenn ich jetzt esse, gesund. Gemüse, ich habe Tomaten, Paprika, dunkles Körnerbrot und Wurst gegessen. Super healthy, alles gut. Ja, dachte, jetzt kriege ich einen Energieschub. Nee, jetzt werde ich träge und schläfrig und ich schneide jetzt das Video fertig, gebe das in den Render und dann gehe ich ins Bett, Freunde. Wieder eine Nacht, die ich zum Frühdienst schlafe. Es ist... Ich bin genervt momentan. Einzig Positive, ich war vorhin wieder meditieren. Hat nur diesmal keinen langen... Ja, wobei, was heißt keinen langen... Na, nee, ach Mann! Ah!
So, heute lege ich es auch wieder komplett drauf an. In 4 Minuten fährt meine Bahn theoretisch ab. 4,5 Minuten brauche ich bis zur Haltestelle von unten. Ich bin aber noch im Fahrstuhl. Mal sehen, mal sehen. Ich könnte auch die Bahn später nehmen. Aber, boah, Freunde, ich bin dumm. Boah, und wirklich, also die nächste Beschwerdemail ist nicht mehr weit, ja? 0 Uhr, noch nicht mal 0 Uhr, die Heizung ist schon komplett kalt, das heißt ab 22 Uhr geht hier nach wie vor die Heizung aus. Die Kriechspindel verliert nach wie vor Blätter, weil sie eine dumme Hure ist. Oh, könnte ich kotzen über diese Pflanze. Und es sind 19,6 Grad. 0,6 Grad über der Pflichtgrenze, die in einem Wohnzimmer im Winter erreicht werden muss, laut Gerichtsurteilen. Sind die dumm? Sind die eigentlich dumm? Nee. Okay, also das müsste jetzt seine Tochter sein. Weil die ist noch jünger, als ich dachte. Also, eine andere Erklärung gibt's nicht. Die sieht jetzt gerade aus wie 17. Freunde, also seine Tochter ist 20? Es ist aber nicht seine Tochter. Es ist exakt das, wonach es aussieht. Aber Moment, ich fange vorne an. Also er kam hinter, sie war weg und er hat es von sich aus angesprochen. Ja, wie immer, oh, alles ist scheiße und hier, pipapo, tralala. Und dann ging es drum, so, na, wer ist der? Und die Leute, die denken ja auch alle komisches Zeug. Da unterhält man sich mal eine Woche mit einer Jungen. Und es denken gleich alle mal, bums die. Und ich so, ja, na siehst du, ich wollte dich auch schon fragen. Was hast denn du da für eine junge Maus am Start? Und da hat er direkt gesagt, na, was schätzen, wie alt die ist? Und ich sag so, kann ich nicht sagen. Ich sag mal, zwischen 18 und 28 ist alles dabei. 21 Jahre alt ist sie. So, und ich dann natürlich gefragt, naja, und was ist denn das für eine Konstellation? Und der so, ist dir wohl schon aufgefallen? Ich sag so, naja, hast gerade selber gesagt, es fällt hier quasi allen auf. Also der hat halt wirklich auch zu allen im Fitnessstudio nachts Kontakt. Der scheint jeden mal angequatscht zu haben. Denn selbst die Menschen, die mir nicht mal Hallo sagen, wenn sie an mir vorbeilaufen, mit denen quatscht er kurz zwischendurch. Und natürlich bemerkt er dann, wenn er sich eine Woche lang mit einer 21-Jährigen unterhält, dass das allen auffällt und alle natürlich stutzig werden. Und die Sache mit dem Auto war auch exakt so. Hat er mir auch wiedergegeben. So, jetzt aber seine Story-Erklärung. Sie steht wohl auf Ältere. Damit ist der Fall auch schon mal abgeschlossen. Nee, aber sie hat wohl einen Ex-Freund, der auch 48 ist. Der auch hier im Fitnessstudio trainiert, mit dem sie aber schon seit einem Jahr getrennt ist und hat jetzt quasi den alten Mann eben angesprochen, so nach dem Motto, vermittle doch mal, ihr seid so im selben Alter, vielleicht kannst du irgendwie, weil sie ihn wohl zurückhaben möchte. Sie hat wohl noch Gefühle und ist ein bisschen durch den Wind, was erklärt, warum sie sich 3 Stunden lang mit ihm unterhalten kann. Im gleichen Zug sagt er aber, sie ist intelligent, die studiert im Gesundheitswesen, die wäre was für dich, hat er zu mir gesagt. Hat aber auch erst gesagt, nachdem ich so forsch war, ich muss kurz den Weg leuchten, dass ich nicht auf die Fresse falle. Nee, Moment, Mann, es ist schwer, das alles wiederzugeben, weil wir haben lange über sie gequatscht. Ich dann natürlich so gefragt, na was, denn läuft da jetzt was? Und er sagt so, nee, natürlich nee, die ist so alt wie meine Tochter, mit der fange ich doch nicht an. Aber ich sag dir, wie es ist, sie hat schon gesagt, dass sie was, also, ne? Und Moment, ich stottere gerade, weil da ist die Polizei, da habe ich gerade keinen Bock, so laut zu reden. Wartet kurz. So weiter geht's, ich merke halt gerade, ich bin echt schlecht im Story wiedergeben, wenn ich zwischen direkter und indirekter Rede und Erklärung, Erzählung einfach hin und her switche. Er sagte auf jeden Fall, dass sie wohl schon eindeutige Anspielungen gemacht hat, bis hin zu, naja, ich kann auch noch mit dir nach Hause fahren, oder ich weiß nicht mehr genau, ob er gesagt hat, kannst du auch noch zu mir mit nach Hause fahren, und sie hätte wohl ja gesagt, er hat es aber mehr so ironisch gemeint. Dann, wie gesagt, die Nummer mit im Auto, das ging von ihr aus, dass sie gesagt hat, na weißt du, ich kann mich auch noch mit zu dir ins Auto setzen, da quatschen wir noch eine Runde. Und er hat's, also so, jetzt werde ich halt skeptisch, logischerweise, weil er halt so ein Talker ist, der mich auch heute wieder 3-mal dieselbe Frage gestellt hat. Im 10-Sekunden-Takt wohlgemerkt. Wie lange machst du noch? Ich sag so, na, ich mache jetzt nur einen Satz, vielleicht so 10 Minuten. Also einen Satz an jeweils drei Geräten. Und er läuft quasi an mir vorbei, eine Minute später, na, wie lange machst du noch? Ne? Also das ist nach wie vor das Niveau. Deswegen weiß ich halt nicht, ob er einfach ein übster Talker ist, der richtig, richtig krass lügt. Weil er hat natürlich gesagt, nee, das, ich kann nichts mit der anfangen. Wenn das hier die Runde macht, das landet sofort bei mir auf Arbeit und dann nächstes Jahr
da. Und dann hat er, glaube ich, seinen Namen genannt, aber den habe ich nicht verstanden, weil er zu weit weg war. Hier der Dings. Ja, der ist pädophil. Das kann man nicht machen. Die ist so alt wie meine Tochter. Außerdem hätte ich da jedes Mal ein schlechtes Gewissen. Na klar, könnte ich. Aber ich würde am nächsten Morgen aufwachen und würde mich total scheiße fühlen, weil die ist halt so alt wie meine Tochter. Also so, ne, ging es die ganze Zeit. Und er hat halt sehr stark betont, dass er auf jeden Fall nichts mit ihr hatte. Dass auch im Auto nichts gelaufen ist und dass er nichts mit ihr haben möchte. Und zwar so stark, dass es eben schon so ein bisschen wirkt wie, na, da lief was, aber ich will halt nicht im falschen Licht darstellen. Aber jetzt ist halt die Frage, wie intelligent ist er halt wirklich bei diesem Getorke, was er immer macht? Ist er so dumm, dass er gar nicht die Notwendigkeit sieht, sich zu rechtfertigen? Oder ist er so dumm, dass er halt so viel lügt? Ich weiß es nicht. Fakt ist ja, er saß ja wirklich mit ihr im Auto, das habe ich ja mitgekriegt. Nachdem er eben mehrmals betont hat, dass er nichts mit ihr anfängt, habe ich natürlich dann den Spruch gebracht, na, kannst du ja mal an mich vermitteln. Und da ist er natürlich direkt drauf eingestiegen, weil das ist ja für ihn auch sehr, sehr wichtiges Thema, mich jetzt immer wieder drauf anzusprechen, dass ich ja keine Freundin mehr habe und ach, ist doch alles scheiße. Irgendwas fehlt. Und auch wenn der keine richtigen Gefühle hatte, da fehlt doch was. Brauchst du mir doch nicht zu erzählen, ich weiß doch, wie das ist. Und da war er natürlich sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, na klar, die wäre doch was für dich. Guck mal, die trainiert auch. Und dann hat er eben erzählt, dass sie intelligent ist und studiert. Und ich habe dann aber direkt so abgewunken von wegen, weil dann ist mir wieder bewusst geworden, dass nicht, dass der das nächste Mal, wenn ich komme und die ist da, mich zu ihr winkt und sagt so, na hier, wie wär's mit euch zweien? Und hier einen auf direkten Verkuppler macht und ich dann dastehe und einen Herzinfarkt bekomme, Freunde. Aber naja, also es ist krass einfach. Die Story wäre umso besser gewesen, wenn ich sie chronologisch korrekt und gut wiedergegeben hätte und nicht so kauderwelsch-mäßig durcheinander. Fakt ist auch, ich habe wahrscheinlich Corona oder bin zumindest krank, denn ja, also so sehr Kreislauf wie heute, durchgängig so stark Kreislauf hatte ich noch nie. Ich hatte schon stärkere Kreislaufanfälle, wo ich wirklich dachte, jetzt kippe ich um. Das war heute nicht so, aber ich hatte halt einfach durchgängig einen sehr erhöhten Kreislauf-Bullshit. Und ich habe vorher schon gemerkt, dass ich krank bin, weil, ja, nee, also irgendwas ist gerade. Ich habe seit 2 Tagen Halsschmerzen, hatte so einen ganz leichten Hustenreiz heute auch nach dem Mittagsschlaf. Und das jetzt Gefühl, das kombiniert mit mein Kreislauf ist low, weil mein Körper halt wahrscheinlich gerade zu tun hat, mein Immunsystem zu bearbeiten. Andersrum, mein Immunsystem bearbeitet meinen Körper. Ja, kann man davon ausgehen, dass ich krank bin? Warum sage ich, ich habe Corona? Kind heute bei der Anmeldung, ja, ich war am Freitag krank, also ich hatte Corona. Und wir dann auch so, ja, okay, ne, eigentlich 5 Tage Quarantänepflicht, aber juckt ja, also mich juckt es auch nicht mehr. Die Kollegin hat es ein bisschen ernster genommen, hat gesagt, na, warum bist du da heute da? Und ich dachte mir so, ey, drauf geschissen, ob die da ist. Ich gehe ja auch morgen mit meinen Halsschmerzen auf Arbeit und mache nicht irgendwie einen Corona-Test, weil diese Bullshit-Scheiße ist zum Glück vorbei. Aber deswegen denke ich mal, ja, einige werden gerade Corona haben, wenn auch eine Kollegin von der Kollegin, das Kind hat Fieber, das Kind, was heute, wie gesagt hat, sie hatte Corona, hatte auch Fieber. Und jetzt würde ich gerne noch ganz viel weiter talken, weil ich ja nachts dann immer in Talker-Stimmung bin. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Definitiv. Mal sehen, ob ich trotz allem ein bisschen anpendle. Wobei, das ist, seht ihr, da bin ich jetzt sofort in der Bredouille. Wenn ich jetzt versuchen würde anzupendeln, ja, wie ein normaler Mensch, weil da ist eine hübsche, junge, 21-Jährige, die mit einem 48-Jährigen ins Bett steigen würde, die irgendwie über einen Ex nicht hinwegkommt, der auch 48 ist. Und dann bin da ich. Als knackiger 30-Jähriger, fast 31-Jähriger, da male ich mir natürlich eine erhöhte Chance aus, weil also so eine willige Stute, muss man mal sagen. Also ich kann das, ich komme da auch nicht drauf klar. Ja, also das ist ja, nee, weiß ich nicht. Also man ist so schockiert. Ich selbst bin ja nun, was so Sexualität angeht, sehr offen. Also wenn ich keine soziale Phobie hätte, hätte ich alle Geschlechtskrankheiten der Welt, weil ich mich einfach durch die Kante vögeln würde wie kein zweiter. Weil für mich ist Sex nichts Intimes, sondern einfach etwas, was Spaß macht und jeder miteinander teilen sollte. Ja, ich hasse diese künstliche Intimisierung von Sex, kann es aber halt nicht ausleben, weil ich vor Menschen Angst habe. Und trotzdem ist man, wenn dann plötzlich so eine 21-Jährige dasteht, die möglicherweise einfach dieselbe Meinung teilt, weil sie halt einfach mit einem eigentlich fremden 48-Jährigen aus dem Fitnessstudio, mit dem sie sich ein paar Tage unterhält, einfach mal direkt mit in sein Auto setzt und Anspielungen macht und am besten mit zu ihm nach Hause fahren will. Und noch eindeutiger geht's ja nicht. Also ich kann mich noch mit in dein Auto setzen und wir quatschen noch eine Runde. Ist ja wirklich, bitte nimm mich mit nach Hause und bums mich. Also sorry, kann mir niemand was anderes erzählen. Und wenn die wirklich studiert, also auch nicht intellektuell so schwach ist, das nicht einordnen zu können, ja, dann ist sie ja einfach eine willige Stute. Und trotzdem schockiert mich das, einen Menschen zu treffen, der möglicherweise dieselbe Einstellung hat wie ich. Weil man denkt sich sofort, hä, aber warum? Das ist ja total außer der Norm. Eine Frau, die einfach nur bumsen will. Hä, was ist denn da los? Krass, ne? Wie sehr man immer von sich auf andere schließt, aber nicht von anderen auf sich schließen kann. Oder? Macht das Sinn? Ihr wisst, was ich meine. Egal. So, ich komme zu Hause an. Jetzt, komischerweise, fühle ich mich wieder mega fit. Keine Ahnung, was das soll. Ich freue mich trotzdem aufs Bett. Ich hoffe inständig, heute klappt das mit dem Schlafen. Weil wenn ich jetzt nicht nochmal gut schlafen kann, werde ich morgen so dermaßen tot auf Arbeit hängen. Boah, Freunde. Da habe ich keine Lust drauf. In diesem Sinne, gute Nacht.
So, Freunde, in ein paar Stunden ist es soweit. Ich muss gleich auch einkaufen gehen. Und dann werdet ihr live dabei sein, wie ich mein erstes Nutella-Brot nach 11 Monaten esse. Und hier mache ich auch gerade was, weil meine nicht mehr Freundin möchte gern backen. Und ich möchte auch einmal backen. Und deswegen, cleane ich meinen Backofen. Denn der war zuletzt so schmutzig, dass selbst die Abzugsluft hier, also das ist noch nie passiert. Ich hasse es auch wie die Pest, weil ich habe keine weiße Farbe, glaube ich, mehr vorrätig. Ja, durch die Abzugsluft. Und der hat eine so hohe Rauchentwicklung. Ich könnte im Übrigen auch hier einfach mal ausmachen. Ja, was logischerweise einfach daran liegt, dass ich den nie sauber mache. Und ich habe schon einen Lappen weggeschmissen, aber das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Moment, ich zeig's euch, indem ich Klopapier hole. Ich zeig's euch einmal, was da für ein Dreck abgeht. Aber gut, ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, weil es ist halt einfach ein Backofen. Ein Backofen wird nun mal braun, wenn man den nicht sauber macht. Das ist jetzt tatsächlich, also ich finde es nicht so weltbewegend. Vielleicht gibt es auch welche unter euch, die sagen, was, wie schmutzig ist denn dein Backofen? So schmutzig, Freunde. Ja, hier geht schon ordentlich was ab und das ist das, was hier abgeht. Ja, gerade hier drüben, oh krass, oh, sieht aus wie Schokocreme. Aber hier, obwohl es offizieller Backofenreiniger ist, geht beim ersten Mal nicht alles ab, ne? Also, naja. So, lege ich euch mal hier her. Geht das? Ja, das geht. Und jetzt wird mal ein bisschen richtig gecleant hier. So, ein bisschen nass machen und noch ein bisschen schrubben. Und da seht ihr, immer noch kein perfektes Ergebnis. Obwohl ich jetzt hier 3 Schichten drauf gemacht habe. Ich will auch nicht allzu sehr rumkleckern. Und ich soll vielleicht mal Zeitraffer anmachen. When you're here before, couldn't look you in the eyes. Just like an angel. Your skin makes me cry. So, ihr seht, ich musste nochmal eine neue Schicht auftragen. Auch hier in der Schüssel auszuwaschen war einfach Quatsch. Habe ich dann hier ausgespült. Hier kann ich euch jetzt nicht filmen, weil ich kann jetzt hier nicht irgendwie das Stativ hinklemmen und euch auch nicht da abstellen, irgendwie wie ich es versucht habe. Deswegen vorher und dann nachher. So, und aus inhaltlichen Gründen endet das Video jetzt schon, denn der neue Vlog beginnt mit dem 1. Dezember und ist die erste Woche meines Cheat-Monats, wobei ich glaube, ich alle Inhalte zum Thema Cheat-Monat in ein Video packen werde und einen separaten normalen Wochen-Vlog machen werde, weil ich so viel gefilmt habe. Freunde.